Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Ein Verletzter nach Brand am Humboldt-Forum. Ausweitung der Quarantänepflicht für Einreisende und das Wetter, wenig Wolken und viel Sonne, es bleibt schön, wird aber langsam kühler. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, dem 8. April 2020. Am Mittwochvormittag hat es am Humboldt-Forum in Mitte gebrannt. Dabei wurde ein Bauarbeiter verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Propangasflasche an einem Portal zum Schlüterhof zerborsten. Wir sind um 9.56 Uhr alarmiert worden zu einem Brand hier am Schlossplatz. Die Einsatzkräfte konnten schon auf der Anfahrt sehen, dicke schwarze Rauchwolken. Und deswegen haben wir auch sehr viele Notrufe hier bekommen in unserer Leitstelle. Es brannten hier die Bitumenkocher im Erdgeschoss auf dieser Baustelle. Der Brand war von uns sehr schnell gelöscht. Wir haben eine leicht verletzte Person hier vor Ort versorgt und einen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Kräften vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht geklärt. Allerdings geht die Polizei nach aktuellen Erkenntnissen von einem Unfall aus. Das Humboldt-Forum zählt zu den wichtigsten Baustellen der Hauptstadt. Der erste Teil soll eigentlich im September eröffnet werden. Geplant war die Eröffnung ursprünglich bereits im vergangenen Jahr. Nach der Quarantänepflicht für Flugreisende soll es eine solche Verpflichtung nun auch für Menschen geben, die auf dem Landweg aus dem Ausland nach Berlin kommen. Der Senat will die Regelung, die das Corona-Krisenkabinett am Montag bundesweit beschlossen hatte, bei einer Sondersitzung an diesem Donnerstag in Landesrecht umsetzen. Die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus werde entsprechend ergänzt, hieß es am Mittwoch aus der Innen- und der Gesundheitsverwaltung. Berliner, die über die Flughäfen Tegel und Schönefeld in der Hauptstadt ankommen, sind bereits seit dem 3. April verpflichtet, eine 14-tägige häusliche Quarantäne einzuhalten. Für sie besteht auch eine Meldepflicht bei den Gesundheitsämtern. Bei Verstößen wie der Nichteinhaltung der Quarantäne droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro. Das Berliner Universitätsklinikum Charité hat mit systematischen Untersuchungen des Personals auf das neue Coronavirus begonnen. Ziel sei, auch unbemerkte, symptomarme Infektionen in der Mitarbeiterschaft zu identifizieren, sowie zusätzlich das Personal zu erkennen, das bereits einen Immunschutz aufgebaut hat und deshalb für eine Infektion unempfindlich ist, teilte eine Kliniksprecherin am Mittwoch mit. Schritt für Schritt würden alle Beschäftigten getestet, die unmittelbar mit der Versorgung der Patienten zu tun haben. Bundesweit sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von vergangener Woche mehr als 2000 Infektionen bei medizinischen Mitarbeitern in Krankenhäusern und Arztpraxen nachgewiesen. Im Streit um die Lieferung von 200.000 Schutzmasken hat die US-Botschaft auf die Entschuldigung vom regierenden Bürgermeister Michael Müller reagiert. Sie nehmen die Entschuldigung des Bürgermeisters zur Kenntnis und bedauern, dass die Vorwürfe, die sie zurückgewiesen hätten, zu weiteren Spannungen geführt hätten und das während einer Krise, die sie alle gemeinsam überwinden wollten, erklärte die Botschaft in Berlin. Müller hatte am Dienstag in dem Streit um die Masken, die von Bangkok aus statt nach Berlin wohl in die USA gingen, zuletzt gemäßigtere Töne angeschlagen und die Schärfe seiner Stellungnahme und die des Innensenators Andreas Geisel bedauert. Es tue ihm leid. Vielleicht sollten sie diese Auseinandersetzung auch mal ruhen lassen, so Müller. Der Umbau einer Berliner Messehalle in ein Behandlungszentrum für Covid-19-Patienten geht auch über Ostern weiter. Das hätten die beteiligten Gewerke zugesagt, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit der Deutschen Presseagentur. In einem ersten Schritt sollen in der Halle 500 Betten für weniger schwere Verläufe von Covid-19 entstehen. Auch Plätze mit Beatmungsmöglichkeit sind vorgesehen. Gedacht ist das Zentrum als Ergänzung, falls die Betten in den Krankenhäusern der Stadt nicht ausreichen sollten. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es locker bewölkt und mit 10 Grad Tiefsttemperatur auch angenehm mild. Eine leichte Bewölkung erwartet uns auch am Donnerstag. Bei bis zu 7 Sonnenstunden steigt das Thermometer maximal auf 17 Grad.
Und der Ausblick, das Osterwochenende inklusive Karfreitag hat ebenfalls viel Sonne im Gepäck. Nur Freitagmittag und Samstagabend ziehen Wolken auf. Ansonsten präsentiert sich an allen Tagen ein strahlend blauer Himmel. Dafür wird es erst einmal kühler. Am Freitag erreichen die Höchstwerte nur noch 13 Grad, am Samstag 16 und erst am Sonntag klettert das Thermometer wieder auf frühlingshafte 20 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute, bis morgen und bleiben Sie gesund.